So ihr Lieben, heute gibt es einen weiteren Mittwochsimpuls aus der Reihe Burnout nicht mit mir. Der zweite Teil vom Thema Achtsamkeit für mehr Selbstbewusstsein ist heute das Thema. Letzte Woche habe ich darüber gesprochen, was Achtsamkeit an sich bedeutet. Achtsamkeit bedeutet zur Wiederholung im Hier und Jetzt zu sein. Nicht in der Vergangenheit und auch nicht in der Zukunft zu leben oder zu denken im Hier und Jetzt. Heute wollen wir uns aber dem Teil widmen, der da heißt Achtsamkeit und deswegen der Titel für mehr Selbstbewusstsein. Ja? Ich kann nur, wenn ich mir selbstbewusst bin, also ein eigenes Selbstbewusstsein haben, auch Selbstbewusstsein nach außen transportieren. Ja? Das ist ein wichtiger Punkt. Und dafür gibt es eine wunderbare Übung, die ich jetzt sehr gerne mit euch teilen möchte. Dafür braucht ihr einen ruhigen Ort, ein Stückchen, Fleckchen Erde, wo ihr euch zurückziehen könnt, ohne Computer, ohne Smartphone, ohne Smartwatch, alles, was euch ablenken kann, bitte, bitte ausschalten und weglegen. Es geht einzig und allein um euch jetzt. Um diese Übung durchzuführen und zu beginnen, setzt ihr euch hin und entspannt euch. Ihr atmet tief ein und tief aus, ganz bewusst. Ihr spürt richtig den Atem, wie er durch die Nase runtergeht, durch den Rachen in die Lunge ein, atmet richtig tief in den Bauch ein und lasst das gehen. Macht es so lange, bis ihr euch wohlfühlt oder eine gewisse Entspanntheit fühlt. Der eine kann das nach 3 Atemzügen haben, der nächste braucht vielleicht 1 Minute. Nehmt euch alle Zeit der Welt, so lange wie ihr braucht. Und dann stellt ihr euch die folgenden Fragen. Frage dich ganz konkret, wie es dir gerade geht. Geht es dir eher gut oder geht es dir eher schlecht? Und wieso geht es dir vielleicht eher gut und wieso geht es dir eher schlecht? Was denkst du gerade, ganz konkret, was denkst du gerade? Was passiert da in deinem Kopf? Ganz wichtig. Und lasse dir Zeit, die Gedanken und die Gefühle zu spüren. Spüre diese Gefühle. Tu dir aber einen Gefallen, lasse dein inneres Teufelchen, bei mir sitzt es auf der rechten Schulter, deswegen hängt die auch so ein bisschen runter, nicht auf der linken, da sitzt das Engelchen. Ne? Schalte dieses kleine Teufelchen hier auf der Schulter aus und bewerte bitte die Antworten dieser Fragen nicht. Lasse einfach die Gedanken und die Gefühle kommen und nehme sie nur wahr. Und vielleicht stellst du dir noch die Frage, was hat dich in den letzten Stunden, Minuten konkret beschäftigt und was wünschst du dir sehnlichst im Augenblick? Und lasse es einfach wirken auf dich. Nehme bitte nur wahr, denk daran, das Teufelchen hier, das ignorieren wir mal, was immer versucht, sofort eine Wertung reinzubringen, dir sofort alles zu bewerten und dein Kopfkino wieder lostrampeln zu lassen. Nein. Versuche mit ruhigen Atem, ruhigen Atemzügen einfach nur wahrzunehmen. Das Schöne dabei ist, wenn du diese Übung regelmäßig durchführst, ich sage mal mindestens 3 bis 4 Mal die Woche, wenn du es schaffst, mach es ruhig jeden Tag als Routine, als neue Gewohnheit in deinem Alltag, wirst du feststellen, dass du immer mehr besser dich wahrnehmen kannst und immer mehr dieses kleine Teufelchen da von deiner Schulter wegschubsen kannst und nicht anfängst zu bewerten. Denn eine wichtige, wichtige Tugend bei dem Thema Achtsamkeit ist, im Hier und Jetzt zu sein und die Dinge, die um einen rum sind, nicht immer sofort zu bewerten. Einfach wahrnehmen. Das Schöne ist, ein weiteres schönes Merkmal ist, wenn du es regelmäßig tust, dass du an der einen oder anderen Stelle vielleicht, weil es wird nicht so einfach sein, sofort einfach nur wahrzunehmen, du wirst mit dem Automatismus sofort Gedanken entwickeln und Bewertungen vollziehen für die Gedanken, die da kommen. Trainiere das, dass das nicht passiert. Wenn es aber weiterhin passiert, wirst du an der einen oder anderen Stelle vielleicht den einen oder anderen negativen Glaubenssatz oder besser gesagt, Ulrich Georg Strauch, wir erinnern uns, deine vielleicht falsche Konditionierung identifizieren können. Und das ist ein wichtiger Punkt, der dir dabei helfen kann, diese Konditionierung in Frage zu stellen. Dazu kommen wir in einer der folgenden Videos, in Frage zu stellen und vielleicht neu auszurichten oder für dich zu programmieren, damit es dann in Zukunft besser und erfolgreicher läuft. Also, ein wichtiger Punkt, mach diese Übung regelmäßig. Machst du diese Übung regelmäßig, wirst du mehr Bewusstsein mit dir selber erlangen.
Lasse die Gedanken kommen, identifiziere die Gedanken und die Gefühle, bewerte sie nicht, führt dazu, dass du automatisch achtsamer mit dir wirst. Und ich will ein wunderbares Beispiel bringen aus einem Seminar, was ich vor kurzem genossen habe, von Professor Dr. Bernd W. Klöckner, der gesagt hat, da ging es um Verkaufen, Verkaufspsychologie, der an einem wesentlichen Punkt einen Hinweis gegeben hat, der mir aus dem Herzen sprach, sagte: Sei bitte auch in wichtigen Verhandlungen oder Verkaufsgesprächen auch immer achtsam mit dir selber. Wenn dir ein Verkaufsgespräch nicht gut tut, dann beende es höflich und professionell, weil es tut dir ja nicht gut, und gehe raus aus dieser Situation. Verbleibe nicht in der Situation, weil es wird am Ende nicht gut für dich ausgehen. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß mit diesem Impuls, viel Spaß bei der Übung. Gerne schreibt in die Kommentare, wenn ihr die Übung macht, was ihr gefühlt, gespürt habt, wie eure Wahrnehmung am Ende war, ob es euch leicht gefallen ist oder schwer gefallen ist. Dieses Video wird wie immer auf meinem YouTube-Kanal, auf meiner Facebook-Seite und im Unternehmersein-Netzwerk gepostet. Und ich freue mich über jedes Teilen, über jedes Liken. Und nächste Woche Mittwoch gibt es dann einen neuen Impuls. Da beschäftigen wir uns mit dem Thema Glaubenssätze bzw. Blockaden / Konditionierung des Menschen. Bis bald, euer Christian Fuchs, der Quantensprungtrainer. Tschüss!